Hi Leute, vielleicht kennt ihr es ja. Ich habe mir vor einigen Jahren mal einen kleinen Controller gekauft, um gut Resident Evil spielen zu können. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, ob ich damit auch mein Ubuntu bedienen kann. Also den Controller sozusagen als Maus benutzen. Das hier ist ein einfaches Gamepad von Speedlink, also wirklich einfach gehalten. Ich habe hier zwei Steuerknüppel, ein paar Zahlentasten, sowas wie Start und Select habe ich noch und die einfachen Pfeiltasten und die hinteren jeweiligen Tasten. Damit möchte ich gerne meine Maus einfach bedienen. Das ist zum Beispiel auch ganz nützlich, wenn man ein Betriebssystem bauen möchte, das für Spiele gut geeignet ist, mit dem man dann einfach direkt Controller reinstecken kann und dann einfach die Maus damit steuern kann. Ja, und das soll jetzt gezeigt werden. Dazu öffnen wir als allererstes ein Terminal. Das habe ich hier schon gemacht. Das könnt ihr mit Steuerung Alt T in Ubuntu machen oder ihr öffnet das ganz normal über das Menü. Dort gebt ihr dann Folgendes ein. Das kommt auch in die Beschreibung. Sudo apt-get install x-server x-org minus input minus joystick. Dann müsst ihr euer Passwort eingeben. Das kann ein kleines bisschen dauern. Und schon wurde das Ganze installiert. Jetzt müssen wir uns einmal aus und wieder einloggen, damit das Ganze übernommen wird. Dort geben wir dann wieder ein Passwort ein. Und schon kann ich meine Maus mit meinem Joystick bewegen. Sieht man auch, dass ich unter anderem sehr gerade Linien ziehen kann. Ich kann aber auch ganz normal mit den Steuerknüppeln hantieren. Hier ist bei mir die 1-Taste, meine Maus, mein Mausklick sozusagen. Ich kann damit auch meine Fenster hin und her bewegen. Das funktioniert alles wie gehabt. Die Maus kann man dann auch noch benutzen, obwohl ich einmal so einen kleinen Fehler hatte, dass ich die Maus dann weniger benutzen konnte, aber das scheint jetzt auch wieder zu gehen. So, ich hoffe, ich konnte euch damit helfen und so könnt ihr ganz einfach eure Maus mit eurem Controller gut bedienen. Denn tschüss, bis zum nächsten Mal.